Liebe Zuschauer, es haben mehrere Menschen im Kommentarbereich gefragt, ob es eine Petition bezüglich Rainer Füllmich gibt. Ja, gibt es. Und zwar natürlich auf der Seite Open Petition. Ich werde das hier unter dem Video verlinken. Und da habt ihr eben die Möglichkeit, die Petition zu unterschreiben oder mitzutragen. Bis jetzt sind es 1803 Unterstützende, 102 davon in Deutschland. Und ich möchte euch bitten, dass ihr dorthin geht und diese Petition mit unterstützt. Herzlichen Dank. Noch etwas zur Petition. Da gibt es leider ein Problem. Und zwar behauptet Open Petition, diese Petition steht im Konflikt mit Punkt 1.4. der Nutzungsbedingungen für zulässige Petitionen, also Petitionen mit falschen Tatsachenbehauptungen, fehlenden Quellenangaben oder mit irreführenden Unterschlagungen von relevanten Tatsachen, werden beendet. Open Petition behält sich vor, Quellen in umstrittenen Fällen nachträglich einzufordern bzw. wesentliche Tatsachen ergänzen zu lassen. Warum bittet Open Petition um Quellen? Bitte belegen Sie Ihre Aussage mit seriösen und unabhängigen Quellen, Link URL, oder kennzeichnen Sie sie als eigene Meinung. Die Presseerklärung der AFA ist dahingehend nicht ausreichend. Belegen Sie insbesondere folgenden Abschnitt. Es ist offensichtlich, dass er ein politischer Gefangener ist. Die Initiatoren haben 5 Tage Zeit, die Petition zu überarbeiten. Heute ist Tag 3 der Bearbeitungsfrist. Dann hoffe ich mal, dass die Initiatoren das noch bearbeiten. Es wäre ja dumm, wenn wegen einem Satz das Ganze hinfällig wäre. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich grüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Sendung. Es geht um den Fall Dr. Rainer Füllmich. Und zwar Landgericht Göttingen, Große Strafkammer. Professor Dr. Christidis von der Gießener Akademischen Gesellschaft, UG, hat eine forensische Erstanalyse zum Verfahren gegen Rainer Füllmich herausgegeben, und zwar Gießen den 27.08.2024. Liebe Zuschauer, ich hoffe, dass ich das einigermaßen flüssig hinbekomme. Es sind jetzt schon fast 30 Grad im schönen Südwestfalen. Ihr seht, ich bin sonnenumschlungen. Ich versuche es trotzdem. Ich hoffe, es ist einigermaßen hörbar für euch. Die Entführung Füllmichs. Die ersten Fakten. Dr. Rainer Füllmich, der deutsche Rechtsanwalt, der mit der Gründung des Corona-Ausschusses frühe und eminent wichtige Beiträge zur Aufklärung der Vorgänge um die sogenannte Corona-Pandemie lieferte, wurde am 10. Oktober 2023 auf Veranlassung von Staatsanwalt John, Staatsanwaltschaft Göttingen in Mexiko, festgenommen. Am 13. Oktober 2023 wurde Dr. Rainer Füllmich während seines Aufenthalts in Mexiko in Zusammenarbeit mit einem Verbindungsbeamten des BKA seiner Freiheit beraubt und nach Deutschland abgeschoben. Dies geschah auf Betreiben des Göttinger Staatsanwalts John in enger Zusammenarbeit mit 3 ehemaligen Mitstreitern Füllmichs, den Berliner Hafenanwälten Antonia Fischer, Dr. Justus Hoffmann und Marcel Templin, aufgrund ihm zunächst unbekannten Anschuldigungen. Der deutsche Verbindungsbeamte in Mexiko teilte der Staatsanwaltschaft Göttingen mit, dass eine Festnahme von Rainer Füllmich in Mexiko nur auf Grundlage eines nationalen, also mexikanischen, Haftbefehls möglich sei. Das heißt, alle waren unterrichtet, dass es zur rechtmäßigen Festnahme von Dr. Füllmich eines Auslieferungsersuchens seitens Deutschlands oder eines nationalen mexikanischen Haftbefehls bedurft hätte. Beides lag nicht vor. Und niemand behauptet in der Akte, es bestünde Gefahr im Verzuge. Die Hafenanwälte
hielten ständigen Kontakt mit Staatsanwalt John und gaben ihm fleißig Ratschläge, wie man Dr. Füllmich zur Botschaft locken könne, um ihn nach Deutschland abschieben zu lassen. Die zur Abschiebung gehörigen spanischsprachigen Dokumente der mutmaßlich mexikanischen Behörden hat die deutsche Justiz nie ins Deutsche übersetzen lassen, obwohl in Deutschland die Amtssprache Deutsch ist. Die deutschsprachigen Benennungen an die mexikanischen Abschiebebehörden, die ihm, Dr. Füllmich, vorgeworfenen Straftaten zur Abschiebung, ist aus seiner über 2000 Seiten starken Akte entfernt oder pflichtwidrig erst gar nicht dokumentiert worden. Dennoch soll der Vorgang für die deutsche Justiz so wichtig gewesen sein, dass diese Abschiebung entgegen den weltweit geltenden Gepflogenheiten auf Kosten der deutschen Steuerzahler durchgeführt wurde. Zudem muss der Grund für die Abschiebung dem Betroffenen vorher mitgeteilt werden, damit er gegebenenfalls Einspruch einlegen kann. Nichts davon ist erfolgt. Hintergrund: In den Jahren 2020 und 2021, also lange vor seiner Abreise nach Mexiko, hatte Füllmich ca. 700.000 Euro aus der weit höheren Spendensumme als Kredit entnommen und in sein Haus investiert, das ohnehin zum Verkauf an einen bereits feststehenden Käufer anstand. Um das Geld zu sichern und um weitere Kontenschließungen für die Gelder zu vermeiden, obwohl er gemäß Gesellschaftervertrag alleinvertretungsberechtigt war, ließ er den Kredit von den ebenfalls alleinvertretungsberechtigten Viviane Fischer gegenzeichnen. Diese tat das Gleiche für eine Summe von 100.000 Euro. Kurioserweise wird bei ihr die Rechtmäßigkeit ihres Tuns von keinem der Akteure in Frage gestellt. Weil sie eine Bestätigung ihres Ehemanns beibrachte, der erklärte, er habe jederzeit das Geld als Aktien zur Verfügung gehabt und das Geld, falls nötig, seiner Frau übergeben können, nachdem er die Aktien verkauft hätte. Dasselbe hätten zahlreiche Freunde auch für Dr. Füllmich getan, wenn er nur vor seiner Entführung danach gefragt worden wäre und wenn sein Geld von der Immobilie nicht von einem der Hafenanwälte vereinnahmt worden wäre. Für die Zeit der Abwesenheit von Dr. Füllmich hatte sich der Anzeigenerstatter Templin eine längst abgelaufene Grundschuld auf die Immobilie von Dr. Füllmich eintragen lassen und die Verkaufsformalitäten für das Haus an sich gerissen. Von der Verkaufssumme hat er sich zudem den entnommenen Teil der Gelder, die für den Corona-Ausschuss von Dr. Füllmich in der Immobilie gesichert wurden, mit überweisen lassen. Das war möglich, weil er den Notar darüber täuschte, Dr. Füllmich schulde ihm weitaus mehr Geld als der Betrag, den er trickreich aus der abgelaufenen Grundschuld zu erwarten hatte, weshalb er sich die gesamte Verkaufssumme überweisen ließ. Notar Kleinjohann war der Auffassung, er habe keine Prüfungspflicht und habe Templin deshalb im November 2022 den kompletten Betrag überwiesen. Bis dahin war immerhin das in der Immobilie angelegte Geld vor Beschlagnahmung, Kontokündigung und Ähnlichem sicher. Das war auch die Absicht Dr. Füllmichs bei der Kreditaufnahme. Templin bzw. der Notar Kleinjohann verkaufte das Haus. Templin ließ den Erlös, etwa 1,1 Millionen Euro, auf das eigene Bankkonto überweisen und zeigte dann mit den mitwissenden, oben genannten Hafenadvokaten Füllmich wegen Unterschlagung und Untreue an. Staatsanwalt John stieg auf das Anklagekonstrukt ein, das in Klammern, das freilich für eine internationale Fahndung dennoch nicht ausreichte, Klammer zu. Währenddessen wusste Füllmich bis zu seiner Festnahme nichts oder nur wenig von alledem, und danach hatte er kein Geld mehr, um seine Treue zu beweisen. Das passt zu dem aus geheimdienstlichen Kreisen erhaltenen Hinweis, dass man Dr. Füllmich in eine Strafsache verwickeln wollte, um seine ständig wachsende Popularität zu begrenzen. E-Mails belegen vorausgegangene Telefonate zwischen den Hafenanwälten und dem Staatsanwalt John. Letzterer hat es jedoch nicht dokumentiert, obwohl eine Dokumentationspflicht besteht. Hierin dürfte eine seiner ersten Pflichtverletzungen liegen. Die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft setzt voraus, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind und dem Beschuldigten
rechtliches Gehör gewährt worden ist. Dem Beschuldigten wurde das rechtliche Gehör verweigert. Ob es pflichtgemäße Ermittlungen je gegeben hat, werden viele Richter noch zu beurteilen haben. Dem Amtsrichter des Amtsgerichts Göttingen, Herr Moog, hat Dr. Füllmich laut seiner Rechtsanwältin bei seiner Vorführung am 1.11.2023 seine Sicht der Dinge darlegen wollen. Der Amtsrichter wies Dr. Füllmich nur schroff mit den Worten ab, ihre Sichtweise interessiert hier nicht. Das bedeutet, dass auch der Amtsrichter ihm das rechtliche Gehör verweigert hatte. Aber auch der Richter am Landgericht Carsten Schindler habe Dr. Füllmich bei seiner Haftprüfung sinngemäß nur entgegnet, seine Sichtweise kenne man schon. Da drängt sich der Gedanke auf, dass nicht nur Staatsanwalt Philipp John, sondern auch der Amts- und der Landgerichtsrichter keinen Aufklärungswillen haben und Dr. Füllmich im politischen Auftrag mundtot machen wollen. Genau diesen Eindruck haben die Prozessbeobachter geschildert und auch die Anwälte. Das von Rechtsanwalt Dr. Miseret vorgelegte Dossier eines deutschen Geheimdienstes schreibt genau das Drehbuch, das wir zurzeit vorgespielt bekommen. Vor wie nach seiner Verhaftung wurde Rainer Füllmich über längere Zeiträume keine Gelegenheit gewährt, Einspruch gegen seine Verschleppung einzulegen, was einen Verstoß gegen das geforderte rechtliche Gehör nach § 103 Grundgesetz und § 136 und 163 Absatz 4 Strafprozessordnung darstellt. Dass dem Beschuldigten nach § 163a Strafprozessordnung eingeräumte Recht auf Vernehmung erfüllt aus verfassungsrechtlicher Sicht eine wichtige rechtsstaatliche Funktion zur effektiven Wahrung des rechtlichen Gehörs. Artikel 103 Absatz 1. Sie stärkt und konkretisiert ferner die Subjektstellung des Beschuldigten. Artikel 2 Absatz 1. In Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz schon im Ermittlungsverfahren. Ohne Not und mit falschen Angaben haben also deutsche Beamten in klandestiner Zusammenarbeit mit den Hafenanwälten eine Entführung mit Hilfe ihrer mexikanischen Kollegen geplant und veranlasst. Die Akten. Nirgends in der dicken Akte findet sich eine Begründung, warum Füllmich verwehrt wurde, auch nur Stellung zur Denunziation der Hafenanwälte zu nehmen. Eine Erklärung hierfür konnten die zahlreichen, auch von Viviane Fischer bestrittenen, Konfabulationen der Hafenanwälte sein. Dr. Füllmich habe ihnen wiederholt mit einer Winchester gedroht und sei aggressiv gewesen. So findet sich die Schutzbehauptung, ihre eigenen Untätigkeit im Corona-Ausschuss zu verwässern und ihre Ansprüche auf Auszahlung der anteiligen Spendengelder auf ihr eigenes Konto, unter anderem in ihrer Strafanzeige Blatt 15 Band 1. Zitat: Von weiteren Schritten nahmen die Zeugen Andrea Fischer und Dr. Justus Hoffmann jedoch Abstand, da sie befürchteten, der Angeschuldete Dr. Rainer Füllmich werde seine Drohung wahrmachen, da dieser inzwischen auch aufgrund seiner Tätigkeit als Bundesvorstand der Partei Die Basis eine erhebliche Bühne mit einer großen und getreuen Anhängerschaft im Milieu der Querdenker-Szene genoss und dies nach Ansicht der Zeugen Andrea Fischer und Dr. Justus Hoffmann sich in hoher Geschwindigkeit auch aufgrund des Einwirkens des Angeschuldigten Dr. Rainer Füllmichs in großen Teilen zu radikalisieren begann. Befürchtete man, der Angeschuldigte Dr. Rainer Füllmich werde über seine bisherigen Drohungen hinaus möglicherweise zu Gewalt gegen sie aufrufen, direkt oder indirekt. Fischer und Hoffmann scheinen dabei zu vergessen, dass der von ihnen mitgetragene Corona-Ausschuss just jenes Instrument war, das der Partei Die Basis und dem von ihnen ach so gefürchteten Milieu der Querdenkerszene das argumentative Rüstzeug in Form verbindlicher Expertenaussagen lieferte. Angst vor diesem Milieu brauchten demnach nur Spitzel des tiefen Staates zu haben. Solchen drohten jedoch weder eine Winchester noch Gewalt, sondern Öffentlichmachung ihrer unheimlichen, heimlichen Kollaboration und ihre Enttarnung. Der vorletzte Absatz aus der Strafanzeige vom 2.9.22
die just an dem Tag verfasst wurde, als Dr. Füllmich aus dem Corona-Ausschuss ausgegrenzt wurde, ist exemplarisch für die arglistige Täuschung des Gerichts. Rainer Füllmich sei gefährlich, gewalttätig, bedrohlich und verleumderisch. Es wird in jedem Fall darum gebeten, mit den Zeugen Rücksprache zu halten, sollte dem Füllmich oder einem der anderen Angeschuldigten die Angelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden, bevor strafprozessuale Maßnahmen ergangen sind. In diesem Fall würden die Zeugen aus Furcht vor Bedrohung, Gewalt und Verleumdung von der Strafanzeige Abstand nehmen wollen. Eine solche Denunziation durch lizenzierte Organe der deutschen Rechtspflege sollte man für einen Moment auf sich wirken lassen. Denn an dieser Stelle wird aus einem rechtschaffenen Rechtsanwalt Dr. Füllmich ein Monster kreiert. Durch Gestalten, von denen jetzt schon feststeht, dass sie Straftaten verübt haben, welche von der Justiz weder erkannt noch geahndet, geschweige denn gesühnt wurden. Allen Gesellschaftern des Corona-Ausschusses war bereits seit August 22 bekannt, dass Dr. Füllmich einen Käufer für seine Immobilie hatte und die 700.000 Euro von dem Erlös aus den Corona an den Corona-Ausschuss zurückzahlen wollte. Schon am 3.10.22 ist der Verkauf der Immobilie dann durchgeführt worden. Allerdings hat einer der Hafenanwälte, nämlich Marcel Templin, Dr. Füllmichs Geld im November 2022 in Gänze an sich genommen. Zwei Monate zuvor hat er zusammen mit Antonia Fischer und Justus Hoffmann noch schnell die Strafanzeige gegen Dr. Füllmich erstattet. Dr. Füllmich befand sich zu diesem Zeitpunkt noch immer in Deutschland und hatte auch nie vor, sich dauerhaft abzusetzen. Dr. Rainer Füllmich wurde am 10.10.2023 in Mexiko festgenommen und am 13.10. am Flughafen in Frankfurt am Main vorläufig verhaftet. Eine Anklageschrift reichte Staatsanwalt John erst am 17.11.23 nach. Sie lehnte sich stark an die Strafanzeige der Hafenanwälte an und enthielt zahlreiche falsche Anschuldigungen. Johns Ermittlungsarbeit beschränkte sich weitgehend auf die kaum zulässige in Klammern Suche nach Geld auf Konten Unbeteiligter, die er dem Umfeld Füllmichs zurechnete. Zur Erinnerung, das gesuchte Geld war auf dem Konto des Anzeigenerstatters Templin in Klammern. Die Justiz, der Rechtsstaat. Füllmich wurde beschuldigt, in Göttingen in der Zeit vom 6.11.2020 bis 4.7.2022 durch 18 Straftaten jeweils die ihm durch Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis über fremdes Vermögen zu verfügen, missbraucht zu haben und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hatte, Nachteile zugefügt zu haben, wobei er gewerbsmäßig handelte und einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführte. Eine erste Anhörung von Rainer Füllmich fand am 1.11.23 vor dem Amtsgericht Göttingen bei Amtsrichter Moog statt. Das waren 18 Tage nach seiner Entführung aus Mexiko und immer noch 16 Tage vor Vorlage einer Anklageschrift durch den eifrigen Staatsanwalt John. Mit anderen Worten, die niedersächsische Justiz gab einem seit 18 Tagen entführten, malträtierten und eingekerkerten Unschuldigen zum Vorschein die Möglichkeit, sich zur Beschuldigung zu äußern, die für weitere 16 Tage unter Verschluss, das heißt unbekannt, waren. Die Lektüre vom Hexenhammer erscheint hier nützlich, auch ohne zu wissen, ob der Vorsitzende Richter Schindler die Beisitzer Wedekamp und Hoog und die Schöffen Horn und Voss sich davon eher distanzieren oder inspirieren. Die anzeigenden Hafenanwälte hatten in ihrer Strafanzeige den von ihnen selbst aufgesetzten und unterschriebenen Beschluss zum Gesellschaftervertrag unterdrückt. Darin stand der Passus der Alleinvertretungsbefugnis mit Befreiung vom § 181 in sich Geschäfte. So etwas kann, zumal drei Anwälten, nur vorsätzlich unterlaufen, denn sie hatten in besagter Strafanzeige gegen Dr. Füllmich falsch behauptet, dass er nur qua Beschluss der Gesellschafterversammlung hätte handeln dürfen, was wissentlich unwahr ist. Das führte dazu, dass Staatsanwalt John annehmen musste,
Dr. Füllmich hätte ohne die Zustimmung der Gesellschafterversammlung gar keinen Darlehensvertrag mit Viviane Fischer abschließen dürfen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es innerhalb der Göttinger Staatsanwaltschaft jemanden, der weiß, dass zur Gründung jeglicher Gesellschaft ein vollständiger Gesellschaftervertrag vorgelegt werden muss. Es fehlte ausgerechnet die Seite des Gesellschaftervertrages mit dem Beschluss, auf dem geregelt war, dass alle geschäftsführenden Gesellschafter allein vertretungsberechtigt nach § 181 sind, was sicher kein Zufall ist. Im konkreten Fall umfasste aber die Ermittlungsarbeit des emporstrebenden Staatsanwalts nicht einmal die Behandlung der Frage, welche Gesellschafter kraft welchen Gesellschaftertrages je betrogen worden sein könnten. In der Strafanzeige der Hafenanwälte, Band 1, Blatt 21, wurde ausgeführt, Zitat, der Füllmich hat in Bezug auf Zahlungen, die wirksam geleistet wurden, den Missbrauchstatbestand erfüllt und in Bezug auf Zahlungen, die aufgrund von Verstoß gegen § 31 wegen Bösgläubigkeit der Zahlungsempfänger unwirksam sind und von diesen kondiziert werden können, den Treuebruchtatbestand erfüllt. Die Pakte. Staatsanwalt John führte dementsprechend in seiner Verfügung vom 10.11.23 Blatt 81 Band 4 aus, soweit Darlehensverträge hinsichtlich der Beträge bestehen, sind diese ohnehin wegen kollusiven Zusammenwirken nichtig. § 138 Bürgerliches Gesetzbuch. Da eine Befreiung von den Voraussetzungen des § 181 Bürgerliches Gesetzbuch nie vorlag. Daraus folgt zum einen, dass die Denunzianten absichtlich unvollständige Unterlagen einreichten, um Füllmich falsch zu belasten. Und zum anderen, dass Staatsanwalt John bei seinen Ermittlungen sich mit den falschen und lückenhaft gehaltenen Angaben der Anzeigenerstatter beschied und keine Anstalten machte, Belege, Klammer zu, zum Beispiel den Gesellschaftervertrag, für die erhobenen Vorwürfe zu fordern. Staatsanwalt John hat vor der Entführung und Verhaftung Dr. Füllmichs nicht einmal andere Zeugen als die betrügerischen Hafenanwälte angehört oder auch nur entlastende Tatsachen ermittelt, was eine weitere Pflichtverletzung des Staatsanwalts John war. Die anzeigenerstattenden Hafenadvokaten beriefen sich dann nämlich auf eine angebliche Zweckbindung der Spenden und täuschten vor, es hätte eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung bedurft. Blatt 22, Band 1, Zitat. Es entspricht der herrschenden Auffassung in der Rechtsprechung, dass die besondere enge Vermögensbindung an bestimmte Zwecke es verbietet, über das Vermögen zu verfügen, wenn diesem kein Beschluss der Gesellschafterversammlung zugrunde liegt. Ein solcher Beschluss der Gesellschafterversammlung war allerdings laut Gesellschaftervertrag Band 4, Blatt 223 völlig unnötig, denn alle geschäftsführenden Gesellschafter hatten sich darin dazu befugt, die Gesellschaft stets allein zu vertreten und wurden explizit durch ihre eigene Unterschrift vom § 181 befreit. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Strafanzeige wider besseres Wissen erstattet wurde. Die Fragen. Wenn drei vollausgebildete Juristen nicht wissen, was für einen Gesellschaftervertrag sie selbst aufgesetzt und unterschrieben haben und ein Vollzeitstaatsanwalt nicht auf die Idee kommt, sie danach zu fragen, wovor er auf Staatskosten in Übersee eine zweite Eichmann-Entführung inszeniert, womit befasst sich seit der Überstellung von Dr. Reinmar Füllmich die fünfköpfige Kammer? Sicherlich ist sie nicht damit beschäftigt, Spanisch zu lernen, um die nie übersetzten Behördenschreiben aus Mexiko im Original zu lesen. Auch die Suche nach den fehlenden Blättern aus der Akte können sie letztlich anderen aufgeben. Die Kammer beschäftigt sich vielmehr heute damit, den Ruf von Dr. Füllmich weiter zu schädigen, indem sie heute eine Pressemitteilung herausgibt, in der sie zwar zuvörderst auf die Unschuldsvermutung des Angeklagten verweist, um dann darzustellen, Zitat, der Angeklagte soll zu keinem Zeitpunkt vorgehabt haben, die Summe zurückzuzahlen, den übrigen drei Gesellschaftern soll durch die Taten ein Schaden in Höhe von 150
1.300.000 und 375.000 Euro entstanden sein. Das dreiköpfige Richterteam Carsten Schindler, die Beisitzer Wiedekamp und Hoog und die Schöffen Horn und Voss haben bei ihrer Pressemitteilung wissentlich unterschlagen mitzuteilen, dass Professor Dr. Martin Schwab in seiner Zeugenaussage vom 23.08.24 genau das Gegenteil sagte und dass das Geld vom Immobilienverkauf des Dr. Füllmich auf dem Konto eines der Hafenanwälte liegt, die diese Strafanzeige und die Verhaftung überhaupt zu verantworten haben. Richter Schindler hat diese Handlung von Marcel Templin selbst als unzulässig beurteilt. Soweit das Schreiben der Autoren Dr. Andrea Christidis und Professor Dr. Aris Christidis, Gießen, 27.08.24, Verteiler, die 5. Kammer des Göttinger Landgerichts, samt den beiden Schöffen und allen Interessierten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andrea und bei Aris. Liebe Zuschauer, das war's von meiner Seite. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich vielleicht hier und da ein bisschen gestottert habe. Aber es sind hier in der Wohnung schon gefühlte 50 Grad. Und ich werde mich jetzt erstmal ins Badezimmer zurückziehen und mich etwas abkühlen. Ich danke euch fürs Zuhören, für euer Interesse. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.